Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Der Herbst neigt sich so langsam dem Ende zu, die Tage werden kürzer und das Wetter wird immer kälter und nasser. Da wollen die meisten von uns nicht mehr rausgehen zum Radfahren und überlegen, wieder indoors auf die Rolle zu gehen. Aber was braucht man überhaupt für ein Setup daheim, um ordentlich Radfahren zu können? In den letzten Jahren hat sich auf dem Smart Trainer Markt einiges getan. Nicht nur technisch sind diese besser geworden, sondern vor allem sind die Preise gesunken, was in der Radindustrie ja nicht allzu oft vorkommt. Wenn man sich auf dem Markt mal umschaut, dann kann man wenige 100 Euro für so einen Smart Trainer ausgeben. Es geht aber auch in den Bereich von mehreren 1000 Euro hinein. Was die Unterschiede sind und ob die höherpreisigen auch wirklich besser sind, das wollen wir heute herausfinden. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein neues Indoor-Setup zuzulegen, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich werde verschiedene Trainer aus verschiedenen Preisklassen testen und euch vorstellen. Viele von uns sind wahrscheinlich schon mal auf einem klassischen Rollentrainer gesessen, wo man das Fahrrad komplett einspannt und sich die Rolle mit dem Hinterrad noch andreht. Ganz so langweilig und zäh ist das Training mittlerweile nicht mehr. Die Smart Trainer haben es eben ermöglicht, das Hinterrad auszubauen, direkt auf die Rolle einzuspannen, was ein besseres Fahrverhalten gibt. Und vor allem können die auch die Leistung messen und somit kann man nahtlos auf virtuellen Plattformen wie beispielsweise Swift sein Indoor-Training absolvieren. Und das Tolle daran ist, so ein Indoor-Setup gibt es mittlerweile für weniger als 300 Euro. Vor mir seht ihr einiges an Indoor-Trainern aus verschiedenen Preisklassen und Kategorien, die ich jetzt testen werde. Bevor es losgeht, sei aber dazu gesagt, ich werde die Tests auf Swift absolvieren, das ist unsere Partnerplattform. Die Tests der Home Trainer sind aber unabhängig davon, welche App ihr daheim benutzt und es konzentriert sich rein auf die Home Trainer selbst. Bleibt also bis zum Schluss dran. Fangen wir an mit der Einstiegsoption, dem Funrisal D100. Den gibt es in Deutschland für 249,99 Euro ohne Kassette. Mit dem Swift Cock, wie ich ihn jetzt hier habe, kostet es 299,99 Euro und ist quasi die Einstiegsoption von Decathlon. Und ein großartiges Beispiel dafür, wie sich die Technologie entwickelt hat und wie wir jetzt einen Smart Trainer für unter 300 Euro bekommen können. Die Installation des Fahrrads und des Rollentrainers war relativ einfach und deutlich angenehmer als die alten Rollentrainer, wo man das Hinterrad einspannen muss. Und man merkt sofort beim Fahren das realistische Fahrgefühl. Also der Smart Trainer reguliert das alles schön. Ich befinde mich auch schon im ersten Anstieg. Und weil ich ja die Option mit dem Swift Cock habe, das wird auch mitgeliefert noch einen Swift Click. Also man hat das virtuelle Schalten mit dabei. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. Man hört den Trainer ein bisschen. Aber ich werde später sehen, ob das im Vergleich zu den anderen ein Unterschied ist oder nicht. Ehrlich gesagt, für den Preis bin ich wirklich beeindruckt. Das Swift-Erlebnis ist, wie ich es eigentlich von den anderen Trainern auch kenne. Man muss auch noch dazu sagen, dass der Trainer relativ klein und kompakt ist und auch nicht so viel wiegt. Also wenn man den mal verstauen will, wenn man nicht die ganze Zeit auf Swift unterwegs ist, ist es auch kein Problem. Das Einzige, was Funrisal dazu gesagt hat, ist eben, dass der eine Begrenzung hat bei 600 Watt. Also wenn man sprintet, merkt man, dass er bei 600 Watt abriegelt, dann kommt man richtig ins Kurbeln rein und dann wird der Trainer auch so ein bisschen instabil. Das liegt wahrscheinlich am Gewicht. Da steht er nicht so stabil da, aber es reicht natürlich auch, um einen Sprint zu fahren. Wer jetzt über 1000 Watt fahren will, der braucht vielleicht einen anderen Trainer. Was auch noch zu sagen ist, dass der bis zu 6% Steigung regulieren kann. Alles darüber wird eben bei 6% gekappt. Wenn man es halt noch schwerer am Berg will, muss man vielleicht noch einen Gang hochschalten. Aber 6% Steigung reicht meiner Meinung nach auch aus. Ein weiterer Fakt zu der Rolle ist, dass sie eine Leistungsgenauigkeit hat von plus minus 5% hat. Also für den normalen Fahrer reicht das, denke ich, auch aus. Wer jetzt hochprofessionell unterwegs ist und unbedingt in seinen Zonen ganz genau bleiben will, der möchte das vielleicht ein bisschen präziser haben. Aber zum normalen Swiften reicht es auf jeden Fall vollkommen aus. Also für alle, die mit dem Indoor-Training loslegen wollen und das Budget nicht allzu weit ausreizen wollen, reicht der Trainer vollkommen aus. Was man noch braucht, ist natürlich einen Ventilator, um runterzukühlen, denn es wird warm, und ein Handtuch, vielleicht noch einen Tisch, wo man eben den Laptop oder das iPad, wenn man auf einer virtuellen Welt unterwegs ist, draufstellen kann. Jetzt steigen wir eine Preisklasse höher ein mit dem Wahoo Kicker Core. Ich habe den hier auch mit dem Swift Cock und Click, also virtuelles Schalten auch hier. Damit kann ich die beiden Trainer auch vergleichen. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal eine Probefahrt. Die Installation war auch hier kein Problem, funktioniert genauso gut wie beim Decathlon Trainer.
Was man sofort merkt, wenn man ein paar Minuten unterwegs ist, dass die Widerstandsanpassung ein bisschen präziser und schneller funktioniert als bei der Einstiegsoption. Außerdem unterstützt der Wahoo Kicker Core bis zu 1800 Watt, also man kann hier richtig sprinten und ja, zum Rennen fahren ist der auf jeden Fall auch geeignet. Und für die Kletterfans unter euch, man kann hier Steigungen von bis zu 18% simulieren, also kann ordentliche Rampen hochfahren und die Leistungsgenauigkeit liegt bei dem Trainer bei 2%, also um die 2%, der ist also richtig präzise. Der Trainer hier ist vielleicht ein Ticken leiser als die Einstiegsoption, nimmt sich aber nicht viel. Was man merkt, ist die Stabilität. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Smart Trainer schwerer ist als der Decathlon Trainer. Dadurch merkt man es vor allem, wenn man mal richtig in die Pedale tritt, sprintet oder aus dem Sattel geht, dass der wirklich fest steht und die Kraft auch wirklich da ankommt, wo sie hin soll, auf dem Pedal. In der gleichen Preiskategorie liegt auch der Jet Black Victory. Der kostet 449 Euro, also noch ein paar Euro günstiger. Bietet eigentlich das gleiche Leistungsspektrum von den Steigungen bis zu den Wattgrenzen, ist hier eigentlich alles baugleich. Ist vor allem für Leute geeignet, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, würde ich sagen, die vielleicht auch mal ein Rennen fahren wollen in der virtuellen Welt. Die können hier auf jeden Fall alles ausreizen, von Sprints bis zu Steigungen simulieren und maximalen Leistungen kann man eben hier alles machen. Für alle, die das nicht brauchen, vielleicht zum Einstieg, da reicht auf jeden Fall der Decathlon Trainer auch. Für knapp 100 Euro mehr bekommt man den Elite Diretto XR. Der kostet 550 Euro circa, je nachdem, ob man mit Zahnkranz oder mit dem Swift Cock bestellt. Der soll eine Leistungsgenauigkeit von 1,5% haben, also wirklich sehr präzise und man kann damit Steigungen von bis zu 24% simulieren. Außerdem hat er die Easy-Funktion. Das soll vor allem bei Intervallen oder danach ermöglichen, dass sich der Widerstand schnell anpasst und dass man nicht mit den hohen Wattzahlen weiterfahren muss, sondern gleich wieder flüssig treten kann. Und was noch herausgestellt wird, ist die Kompatibilität mit verschiedenen Steckachssystemen. Man kann da Gravelbikes, Mountainbikes, Rennräder, alles draufspannen. Elite hat da super viele Adapter und soll ermöglichen, auch breitere Steckachsen auf der Rolle zu fahren. Der Elite-Trainer ist auf jeden Fall sehr präzise. Es fährt sich einwandfrei hier auf Swift. Der Widerstand wird super schnell angepasst. Der steht auch wirklich stabil. Man merkt, dass er ein bisschen mehr Platz einnimmt als die anderen. Was mir noch auffällt, ist, er ist vielleicht ein bisschen lauter sogar als die Trainer, die wir bisher getestet haben. Stört jetzt nicht unbedingt, aber wenn man davor die leiseren Trainer gefahren ist, muss ich schon sagen, würde ich die bevorzugen. Ansonsten hat man hier eigentlich die gleichen Leistungsspektren wie die der vorigen Klassen. Das Einzige, was noch heraussticht, sind halt die 24% an den Anstiegen, die man simulieren kann. Aber ob man das wirklich braucht, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Zum Schluss kommen wir zur Luxuskategorie und zwar hier dem Wahoo Kicker Move. Der kostet 1200 Euro und soll einer der leistungsstärksten Trainer auf dem Markt sein. In Kombination mit dem Kicker Climb, der nochmal die Steigungen simulieren soll, kommen nochmal 550 Euro dazu. Also insgesamt knapp 2000 Euro für das Indoor-Setup, das viel verspricht, aber natürlich auch viel kostet und ich werde es jetzt mal ausprobieren. Was sofort wieder auffällt, ist, dass der Trainer deutlich leiser ist als das Modell davor. Ich glaube, bis jetzt der leiseste. Also perfekt für, wenn man abends mal trainieren will und niemand stören möchte. Es kommt auch am nächsten an die reale Fahrweise ran, weil der bewegt sich hier 20 cm vor und zurück und auch nach rechts und links ein bisschen. Also gerade wenn man aus dem Sattel geht, ist halt deutlich natürlicher, als wenn man auf einem starren Trainer sitzt. Der hat eine Genauigkeit von 1%, also ist wirklich mit der genaueste Trainer bisher. Man kann 2200 Watt maximal fahren, sollte also für jeden Sprinter reichen. Und in Kombination mit dem Kicker Climb kann man eben auch Berge simulieren und mal ordentlich nach oben fahren. Auf jeden Fall ein witziges Feature. Macht natürlich das Bergfahren noch mal ein bisschen realitätsnäher. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Aber man fühlt sich halt wirklich wie an einem Berg, auch wenn man hier aus dem Sattel geht. Es ist schon eine richtige Experience. Jetzt hier auf Swift kann ich Alpe Swift hochfahren. Und wenn es dann in die Abfahrt geht, auch wieder super schnell bergab. Also der Kicker Move mit dem Kicker Climb in Kombination ist auf jeden Fall was für Leute, die eigentlich nur Indoors fahren. Da macht es natürlich schon nochmal einen Unterschied. Wer jetzt ab und zu mal auf der Rolle sitzt, glaube ich, braucht es nicht, dann ist es reine Spielerei.
aber es macht es halt nochmal realitätsnäher. Und wer Spaß hat am Indoor-Training, für den ist das natürlich das Nonplusultra. Wenn man das Ganze jetzt noch auf die Spitze treiben will, kann man sich natürlich auch so ein fest installiertes Indoor-Setup zulegen, wie beispielsweise das Swift Ride oder das Wahoo Kicker Bike. Der Vorteil davon ist einfach, dass es immer einsatzbereit ist, dass es mehrere Personen nutzen können, durch das, dass man verstellen kann von der Lenkerhöhe, Sattelhöhe, Vorbaulänge etc. Und dass man jetzt hier beispielsweise auch die Integration hat, um Swift Blade zu nutzen, wenn man auf Swift unterwegs ist. Das Ganze kostet 1299 Euro inklusive dem Wahoo Kicker Core, also eine super Kombo. Wer wirklich in ein Indoor-Setup viel investieren will, ist, denke ich, hier am besten aufgehoben, meiner Meinung nach. Auch super leise und macht auf jeden Fall viel Spaß. Bei so einem Profi-Setup darf natürlich dann auch nicht der normale Ventilator da stehen. Da braucht es schon so einen Wahoo-Ventilator oder von Jet Black. Die sind natürlich in der Preisklasse auch um die 200 Euro nochmal deutlich teurer, simulieren aber dann anhand der Leistungsdaten, wie viel Wind man braucht, um herunterzukühlen. Ist Spielerei, ganz cool zu haben, braucht man aber nicht unbedingt. Der normale Ventilator tut es auch. Wichtig ist, dass man ein bisschen runtergekühlt wird beim Rollentraining. Jetzt haben wir einige Trainer getestet und jetzt kommen wir zum Fazit. Man muss sagen, für Einsteiger ist die Decathlon D100 Version oder von Funrisal wahrscheinlich die optimale Lösung, um mit dem Indoor-Training zu beginnen. Für 300 Euro bekommt man hier wirklich alles, was man braucht, um auf den virtuellen Welten unterwegs zu sein. Zur zweiten Stufe, die 400 bis 500 Euro kosten, der Kicker Core, der Jet Black oder auch der Elite, die nehmen sich nicht viel von der Leistungsfähigkeit her, sind preislich natürlich noch mal ein bisschen höher angesetzt, ist vielleicht was für Ambitioniertere, die auch ab und zu mal ein Swift-Rennen fahren, sind noch mal leistungsstärker und ein bisschen leiser. Und wer dann wirklich in das Nonplusultra reingehen will mit dem Kicker Move, hat man natürlich die realitätsnächste Erfahrung. Der Kicker Climb kombiniert es dann nochmal, dass man auch die Steigungen super hochfahren kann. Und wer ein festes Indoor-Bike will, wie das Swift Ride oder das Wahoo Kicker Bike, ist da sicherlich auch super aufgehoben. Es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Was denkt ihr? Wie seid ihr unterwegs? Momentan schreibt mal in die Kommentare, was ihr momentan nutzt oder was für euch am interessantesten wäre. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen nach oben und den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!